Sie gehört zu den bekanntesten Forscherinnen, die sich in Deutschland wissenschaftlich mit dem Islam und radikalem Islamismus auseinandersetzen. Susanne Schröter, die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Dafür wird sie häufig beschimpft. Ich habe eigentlich erwartet, weil ich ja sehr klar mich auch gegen Radikalismus, islamischen Radikalismus äußere, dass aus der Ecke vielleicht üble Mails kommen, aber sie kommen ausschließlich aus einem rechtspopulistischen Lager, vorwiegend von AfD-Befürwortern, die sich auch als solche zu erkennen geben und die mir dann vorwerfen, ich würde Deutschland verraten, weil ich den Muslimen zu viel Raum gebe und weil ich die Muslime in einer Weise verteidigen würde, die nicht angemessen sei. In ihrem neuesten Buch gibt Susanne Schröter einen Einblick in das Leben und die Gedankenwelten strenggläubiger Muslime. 3 Jahre lang hat sie dafür in Wiesbadener Moscheegemeinden geforscht und dabei sehr unterschiedliche Religionsauffassungen kennengelernt. Es gibt einige aufgeschlossene Menschen in den Gemeinden, die versuchen tatsächlich auch in der Jugendarbeit da klare Akzente zu setzen und beispielsweise Medienkompetenz bei Jugendlichen zu stärken, damit die nicht jedem salafistischen Rattenfänger auf den Leim gehen, der ein Video auf YouTube stellt. Aber es gibt natürlich auch viele Gemeinden, die möchten davon eigentlich gar nichts wissen. Ja? Die möchten darüber nicht diskutieren. Und es gibt natürlich auch Gemeinden, die sind durchaus Salafismus nahe und aus gutem Grunde wollen sie damit eben nicht an die Öffentlichkeit gehen. Welcher Islam gehört zu Deutschland? Angesichts diverser theologischer Sichtweisen differenzierten die Frankfurter Forscher bei ihrer Konferenz im Historischen Museum die einst von Christian Wulff getroffene Feststellung, auch der Islam gehöre zu Deutschland. Seit der feierlichen Erklärung des damaligen Bundespräsidenten ist viel passiert. Mittlerweile ist der islamistisch motivierte Terror in Europas Hauptstädten angekommen. In den Gemeinden hat sich die Diskussion überraschenderweise gar nicht verändert, weil man reflexartig mit einer Abwehrhaltung reagiert und sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Und innerhalb der nicht-muslimischen Bevölkerung zu der Haltung geführt hat, dass die Muslime unaufrichtig sind. Ich würde erwarten, dass sie einen dezidierten Standpunkt zur Gewalt entwickeln und sich wirklich in einer begründeten Weise distanzieren und sagen, warum das jetzt, wenn sie der Meinung sind, es habe nichts mit ihrer Form des Islam zu tun, warum denn eigentlich nicht? Mit der Floskel Islam ist Frieden ist es dabei nicht getan. Also ich erwarte von den Gemeinden doch eine etwas differenziertere Auseinandersetzung mit ihrer Religion, wenn sie ernst genommen werden wollen, auch von der Mehrheitsbevölkerung. Eine solche Auseinandersetzung wäre ein wichtiger Schritt hin zu gelungener Integration. Denn dass der Islam zu Deutschland gehört, daran lässt sich heute nicht mehr ernsthaft zweifeln. Hier hat die Realität längst Fakten geschaffen.